Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Ein Obersteirer mit Stinazer Wurzeln präsentiert der Welt seit vergangener Woche wieder Stinazer Delikatessen. Thomas Stiefsitz, was darf ich mir darunter vorstellen? Also es ist jetzt nichts zum Essen, sondern es sind, wenn man so will, Schmankerln aus meinen letzten Programmen, gespickt mit vielen neuen Sachen. Ja. Das Programm war ja, war als Übergangsprogramm gedacht, weil ich mit Manuel, mit Rubai, wir haben unser Programm beendet und dann habe ich quasi nichts gehabt. Dann habe ich gedacht, ich möchte gerne ein paar alte Nummern wieder spielen und hatte schon ein paar neue Nummern, die ich ausprobieren wollte dann für ein neues Programm. Und dann ist uns sozusagen die Nachfrage des Publikums dazwischen gekommen, dass das dann zu einem eigenständigen Programm geworden ist. Und das Klasse ist halt an dem Abend, der, sagen wir mal, relativ locker gestaltet ist, dass ich da immer wieder die Möglichkeit habe, eine Nummer rauszugeben und eine neue Nummer rein. Ja. Ja, was ist denn aktuell so deine Lieblingsgeschichte? Ach, wie war es denn jetzt überhaupt so, nach dieser langen Zeit wieder auf der Bühne zu stehen, bitte? Ja, großartig. Also schon mit einem Respekt und die ersten Auftritte, im Dezember schon gemacht. Okay. Zwei Auftritte. Und da war ich schon sehr nervös. Also gar nicht wegen der Performance, sondern eher, ob diese Angst wieder daherkommt. Die Angst vor der Angst, ja. Aber ich war vor dem ersten Auftritt noch bei meinem Therapeuten und der hat mich wirklich, wenn man so will, sehr gut vorbereitet drauf. Ja. Und der hat mir da echt viele gute Sätze mitgegeben. Zum und Beispiel, so kleine, sag mal. Wenn die Angst daherkommt, beziehungsweise man lässt die Angst schon gar nicht mit auf die Bühne. Ja? Okay. Man stellt sich vor die Angst hin und sagt Folgendes, das ist heute mein Abend, du bist nicht eingeladen. Du bleibst und tschüss. In der Garderobe oder Schleichte. Ja. Du kannst nachher gern wieder kommen und dann diskutieren, aber dieser Abend gehört mir, da hast du nichts verloren. Und das hat mir schon irrsinnig geholfen. Mhm. Er ist ein einfacher Satz, der auch sehr viel bewegt hat. Und dann hat er mir so kleine Skills halt mitgegeben und hat gesagt, nehmen Sie einen Zahnstocher, stecken Sie in die Taschen, wenn es daherkommt, dann mit die Zeigefinger und Daumen drauf tippen. Ja. Dann wirst du nämlich aus diesem Gedanken kurz ausgerissen, weil du einen leichten Schmerz im Finger spürst. Ja. Ist das gescheit? Sehr gescheit. Oder es gibt auch die Möglichkeit, es ist auf der Bühne ein bisschen schwieriger, an etwas zu riechen. Jetzt nicht im täglichen Alltagsgebrauch ist, Salmiak oder irgendwas, das reißt dich dann aber, dann bist du mit dem Fokus auf diesen unangenehmen Geruch und dieser Angstgedanke ist wie ein Seifenblasen, der dann platzt. Meine Tochter hat mir auch erzählt, diese Rettungssanitäterin, wenn Leute Panikattacken zum Beispiel haben und sie haben so ein Coolback in den Nacken. Ja. Weil, das ist kalt. In dem Moment. Ja, genau. Genau. Ablenkung ist auch eine Möglichkeit. Eine Ablenkung. Bauchatmung ist auch immer was sehr Gutes. Ja. Das heißt, man versucht sich selbst halt einfach zu beruhigen. Aha. Und sich kurz auf diese Atmung zu konzentrieren. Das sind halt, da gibt es viele Möglichkeiten, die man halt im besten Fall dann anwendet, wenn es so im Anflug ist. Ja? Ja, wenn man direkt drin ist in der Panikattacke, dann ist vielleicht für diese Art Skills schon zu spät. Genau, da brauchst du wirklich Hilfe dann von außen. Ne? Aber auf der anderen Seite dauert ja nie lange eine Panikattacke. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja schnell einmal vorbei. Ja. Jetzt erzähl, was ist momentan so deine Lieblingsgeschichte bei Stinazer Delikatessen? Ach, es wechselt immer so. Ja. Manchmal mache ich das lieber, manchmal mache ich das lieber. Ich meine, die Gavalier-Nummer, die spiele ich schon sehr gern, muss ich sagen. Was ist da? Diese Gavalier-Parodie, die ich im Programm habe, das macht schon sehr viel Spaß. Und ich habe so ein Kinderlied-Medley, das mache ich auch sehr gern. Ja, das ist auf YouTube, habe ich schon gesehen. Genau, das macht auch Spaß. Aber das ist immer so unterschiedlich. Ja. Also momentan bei den Auftritten genieße ich irgendwie die ganze Show, weil
weil ich so erfreut habe, dass das Mal jetzt wieder schön. funktioniert und Ich dass ich freue wieder mich auf spielen kann. die. Ja. Ja. Stinazer Delikatessen heute Abend in der St. Marx-Halle am Freitag im Danubium Tulln. Obwohl das ist schon ausverkauft, als ich zuletzt nachgeschaut habe, genauso wie das Orpheum am 27. März. Du, und vorher gibt es immer ein Stück, ich weiß nicht mehr, wie man das ausspricht, Makarul? Oder spielt der nur in Makarul, deinem ja. neuen Krimi eine Rolle? Der Makarul, ja, das ist ein ganz spezieller Nuss- bzw. Mohnstrudel aus Spinat, Ja. der oftmals auch so um die Osterzeit dann dort gebacken wird. Ja, ja, uraltes Rezept. Und da hat man die Tante Rose, die hat das wieder von meiner Oma, das Rezept, und das haben wir halt dazu eingegeben. Und der wird halt ein bisschen mit saurer Milch gemacht, der Strudel, dass er halt Oh, so. gut. Ja, ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkommt, aber Makarol, das kann ich mir als Kind erinnern, das hat es auch so immer gegeben. Hast du das Ja. Rezept? Macht ihr das ab und zu? Das klingt echt gut. So, also mit Ich saurer selber habe Milch noch finde nie ich gemacht. Ich großartig. habe es noch nie selber gemacht. Ich bin zwar ein leidenschaftlicher Kocher, aber kein, wie Schnatzer sagt man, Delikatessen. Backer. Kochen. Kochen. Einmal mit den Kindern haben wir Schokokookies gemacht. Und? Ist alles gut Waren sehr gegangen? gut, aber eine Riesenpotzerei natürlich. Ja. Ja. Du, so soll es sein. Du bist ein Satirefreund, gell? Ja, ja. Wieso? Naja, weil die Satire ist ja das letzte Mittel, dass man Dinge, die vielleicht nicht so rund laufen, aufs Korn nehmen Vornimmt. kann. Man Ja. muss ja das sagen, sozial schon geändert so die letzten Jahre. Also das heißt, wie viel man noch sagen kann oder sollte, das ist ein bisschen sensibler geworden, ja. Aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass die Satire das schon alles dürfen sollte, außer es wird jetzt wahnsinnig beleidigend und verletzend oder irgendwie Minderheiten Ja, ich diskriminierend, weiß, ja. was du meinst. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn's, weil oft ist ja das ist ja so eine Meinung von außen, ja. Die betroffenen Gruppen sind ja oft gar nicht so zimperlich, ja. Das Also weißt du, stimmt, absolut. wenn ich jetzt zum Beispiel auch homosexuelle Community habe und die gibt's, ja, dann darf man ja auch darüber Witze machen, ja. Auf eine Art und Weise. Weil es hat ja, ich weiß es ja, auch mein Webmaster, der homosexuell ist, die haben ja die Und die gleichen haben einen Probleme wie die Schmäh. Heteros. Und Ja, die haben einen irrsinnigen Schmäh, ja. ich Das weiß. ist ja, und das soll bleiben, das haben ja, wird das eh schon erzählt, das haben wir oben in der Reha-Gruppe auch gehabt. So eine Art Galgenhumor, der uns da auch ein paar durchgetragen hat, weil da waren natürlich auch so Stoffwechselpatienten und Patientinnen dabei. Und wir haben halt so salopp gesagt, ja, die Bladen und die Depperten halt. Ja. Und das war irgendwie sehr nett, weil dann schon Leute kommen und sagen, ich bin blad und deppert. Und so, ne? Ja. Ja, Hat außerdem uns so. Lachen ist die beste Medizin. Du, apropos Satire, inwiefern spielt der Erich Kästner bei deinen Kindern eine besondere Rolle? Mit der. Zufall, Was? wirklich Zufall. Ja, es ist echt. Wir sind dann später erst draufgekommen, Ach so. weil wir die Kinder ganz klassisch nach den Großeltern benannt haben. Ja. Ja, also noch bei der Großeltern, das ist quasi Emil Johann und die Liselotte Angela. Ja. Und dann sind wir draufgekommen, ah ja, das ist ein Emil Ja. und die Detektive und das doppelte Lottchen, ja, sind Erich Kästner. Kann ich aber sehr gut So. damit leben. Ja, Ich finde die ja. Namen total schön, wirklich. Ja, Aber ja. apropos, wenn wir bei Übertreibungen bleiben, wer hat mehr übertrieben? Netter Kerl, zu enges Hemd, lustig, eigentlich ganz süß oder unfassbar attraktive Frau, sehr lustig, aber für mich eine Nummer zu groß. Der erste Satz stammt von meiner Frau. Ich weiß. Ja, da hat Und sie der übertrieben. zweite? So, der war von mir. Das habe ich genauso gemacht. Ja. Aber schau, das haben wir wieder bei etwas. Das ist auch, das lerne ich jetzt auch, weil das ist auch ein Problem von mir, das übrigens viele Menschen haben, dieses Selbstwertgefühl. Ja. Ja. Sich nicht abgrenzen zu können, nicht Nein sagen zu können, wenn man Angst hat, na, das sind dann beleidigt und dann ist.
ich sage was Berufliches Oder ab. wer Und weiß, was dann eben passiert, ne, wenn ich das jetzt nicht sofort mache. Oder ja, was glaubst du? Dann ist Karriere ist ich kenne vorbei und das. alles. Ja? Ja, ganz viele Leute kennen das. Ganz viele Menschen kämpfen mit diesen Dingen und sie haben dann oft Minderwertigkeitskomplexe und sie denken, ich habe das alles nicht verdient oder warum gerade ich und so weiter. Oder wenn ich einmal was schärfer sage, dass man automatisch gleich dann danach sich sofort entschuldigt. Aber manchmal ist es auch wichtig, eine Entscheidung zu treffen und dann halt auch mit den Konsequenzen zu leben, weil man das darf man auch. Ja. Ja. Und weil ich gebe dann selber ja, ich mache mir selber total klar, ja, wenn ich so denke. Ja. Und das gelingt mir noch nicht so gut, aber ich bin am besten Weg, auch mich selbst zu mögen. Das ist das Wichtigste. Ja. War es unvorstellbar, dass du da irgendwie auch nur Zweifel haben könntest an dir oder so? Ja, ich meine, auch in unserer Branche, in unserem Beruf, wo es ja wirklich darum geht, was andere Leute Ja, oder wie andere naja, Leute die dich Romy bewerten. ist ja auch Ja, eben so eine, genauso eine Auszeichnung, ne? Weißt du? da habe ich mich aber Beliebtester wirklich sehr gefreut. Schauspieler. Da habe ich mich wirklich super darüber gefreut, Ja, aber es macht schon weil einen Druck. ja, vor allem macht es einen Druck, aber man denkt, das fällt dann leid. Ich habe ja auch interessanterweise manchmal. Vielleicht kennst du das, dass Dinge dann in der Fantasie oft viel, viel pompöser und glamouröser wirken. Und wenn sie dann eintreten, merkt man, als ich das noch nicht gehabt habe, hat es irgendwie mehr Glanz. Ja? Mir ging Ja. es da beim Salzburger Stier so. Ich habe mich unfassbar gefreut über diese Auszeichnung. Und das war zum Beispiel der Preis, den ich immer haben wollte. Wie ich zum Kabarettspielen angefangen habe, war der Salzburger Stier. Da hat es immer so geheißen, wenn du den hast, hast du es geschafft und so weiter. Und dann habe ich mir schon so irgendwie gedacht, all die Jahre, na, na, das kriege ich gar nicht, weil das, was ich mache, viel zu breit ist, so mal zum Mörder, viel zu wenig innovativ oder was auch immer. Ja. Und als es dann tatsächlich eintrat, habe ich mich natürlich sehr gefreut darüber. Aber Was soll jetzt relativ noch bald kam kommen? der Gedanke und so, ja, jetzt habe ich das halt, ne? Ja. Ich Jetzt weiß, was du meinst. Weil du sagst Bühne, ja? Du und die Bühne, Thomas Stipsitz. Ich mir hätte übrigens noch nicht versprochen, gell, mit Stipsitz. na Das ist gar super, nicht so echt gut. einfach. Na, ist nicht einfach, ne? Aufgewachsen mit Filmen wie Muttertag, Hinterholz 8 oder Indien, in denen Kabarettisten Hauptrollen gespielt haben, hast du ja dir tatsächlich auch deinen Jugendtraum erfüllt, verwirklicht und bist beim Film zuletzt bei Love Machine gelandet, ja? Was war da für dich als Jugendlicher so erstrebenswert? Naja, in erster Linie die Faszination. Diese Filme haben ja, ich würde mal sagen, wirklich zumindest in meinem Umfeld viele Menschen geprägt und begleitet. Ja. Also so Muttertag Indien, das waren Filme, Großartig, die hat oder? man im Schulbus einfach auswendig mitgeredet. Ja. Da hat man, jeder konnte das mitreden. Ja. Und da war natürlich dieser. Das hatte schon einen unfassbaren Glamour-Faktor für mich, so Film und Filmstar. Und das ist dann auch alles nicht so, wenn man das dann merkt. also, das ist Es ist wunderbar, wenn schon man das schön, machen ja kann. eh. Es ist wunderbar, ja. Aber das Bild, also so was so hinter den Kulissen, man hat halt so, man hat irgendwie das Gefühl, also damals hat das Jugendliche mal gedacht, das ist so wie, ich weiß nicht, wie Hollywood und Roter so leben die Teppich, alle. Und ja. ja, und so ist dann halt auch nicht. Nicht? Weißt Aber es hat da du? schon Freude gemacht, als Love Machine so ein bisschen durchs Naja, Leben zu gehen. irrsinnig, ja, irrsinnig. Also mir macht ja auch Drehen sehr, sehr viel Spaß, ja. Und ich bin da jetzt auch konsequenter geworden. Oder ich vertraue mir auch jetzt auf meine Performance, ja. Wie Und meinst du das? naja, also was das im Laufe der Jahre, da hast, ich habe schon Sätze auch gesagt in manchen Filmen oder Serien, wo ich mir gedacht habe, das purzelt man nicht leicht aus dem Mund oder Ach das wirkt so, jetzt für meinst du es? mich, Ja, die niemand redet Künste, so, das, ja, ja, weiß schon. genau. Und da habe ich mich schon oft natürlich untergeordnet und habe das halt so gemacht. Jetzt würde ich nicht mehr so, also jetzt würde ich
zumindest in den Dialog treten und zu sagen, du, das ich so möchte was, es gern so sagen, oder ich sage es einfach so, wie ich es mir denke, und dann schauen wir, was passiert. Du, dass du jetzt das eigentlich geworden bist, was du bist. Ich habe geglaubt, du wolltest Religionslehrer werden, weil dir Jesus und Franz von Assisi so getaugt haben. Ja, was ist da mit taugen wir nach wie ja vor. So ein cooler Typ. Was ist los? Ja. Ja, mir hat diese ganze Thematik interessiert. Ja. Also gar nicht so, wird nicht die Geschichte der katholischen Kirche, das hat mich nicht so interessiert. Also es ist schon interessant, wie so eine Institution dann so wächst über die Jahrhunderte, und die haben ja jetzt auch nicht nur gute Sachen gemacht. Aber so diese, so Leute wie Franz von Assisi, das hat mich halt insofern fasziniert, dass sich jemand so in den Dienst der Menschen stellt, ja, und asketisch lebt und sich in sich zurückzieht und sagt, mein Leben hat nur einen Sinn, wenn ich anderen helfen kann. Ja. Das ist ein schöner Gedanke. Ja. Das könnte sein, dass der Gedanke auch romantischer ist, also wenn man es dann wirklich macht. Ne. Also da muss man schon, deswegen, ich bewundere wirklich alle Menschen, die Menschen helfen auf die Art und Weise. Also es gibt ja genug Franz von Assisi auf dieser Welt, Gott sei Dank. Ja. Geboren worden bist du am 2. August 1983 in Leoben, also Obersteirer. Du böst überhaupt nichts, gell? Nein, die Obersteirer böhnen ja nicht so stark. Ach so, die böhnen nicht so. Na gut, aber du bist ja kein Rainer, ne? Du hast ja Stinazer Wurzeln. Ja. Du, welche Werte wurden denn dir vermittelt als Kind? Was war wirklich wichtig? Und was lebst du jetzt deinen Kindern vor? Wenn wir ja, schon also meine Eltern haben mich ganz toll erzogen, und mein Bruder auch. Also das war schon vorurteilslos durchs Leben gehen. Das heißt, zuerst eine Meinung bilden, also oder zuerst Dinge kennenlernen, bevor man dann entscheidet, ob man es gut oder schlecht findet. Ja. Und wir waren wirklich sehr, sehr frei. Also unsere Eltern haben unsere beruflichen Wege immer unterstützt. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Nicht? Wenn der eine Bub sagt, ich werde jetzt vom Kabarett leben, und der andere sagt, ich werde Tontechniker in einem Kabarettlokal. Das sind jetzt auch nicht unbedingt Berufe, wo du sagst, naja, das macht es nur Buben. Wenn man da wäre, Religionslehrer, kennst die Rechnungen sicher. Sagen, ja, stimmt. Ja, so. Was versuchst du jetzt deinen Kindern vorzuleben? Der Emil muss jetzt 7 sein, wenn nicht vertue, und die Lieselotte ist jetzt 3,5. 3, ja, 3,5 schon. Gut, die kriegen schon viel mit. Haben die deinen, wenn ich so nennen darf, Absturz auch mitbekommen? Na, schon. Also die Liesel hat das schon gespürt. Ich weiß nicht, ob es ihr ganz klar war, was es ist. Aber der Emil sicher. Aber der Emil, der hat das schon. Ja. Wir haben oft geskypt und so. Und das war natürlich dann auch sehr berührend, weil er hat mich natürlich sehr vermisst. Ja. Aber ich habe ihm das halt, weil er ja nicht das ganz verstanden hat, wie das, was der Papa hat. Nicht? Und der ist, warum ist der jetzt quasi in einem Krankenhaus und so. Und ich habe es ihm dann halt versucht zu erklären, wie so diese Spider-Man-Phase hat er gerade, dass man sagt, so wie der Spider-Man schießt diese Netze raus, ja, und die halten aber nicht mehr. Hey, das hast du gut gemacht. Ja, und deswegen muss, so wie der Spider-Man, muss ich auch wohin gehen, dass die Netze halt quasi wieder halten. Und dann hat er ein bisschen mehr damit anfangen. Oh, fein, das hast du gut gemacht. Ja. Ich bin ganz, ganz baff. Aus unserem, also was mich ja noch beschäftigt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, beim letzten Interview auf Radio Niederösterreich, da hast du gesagt, die Freiheit des Denkens, die deinen Kindern mitzugeben, ist dir sehr wichtig. Wie darf ich denn das verstehen? Naja, das deckt sich eh mit dem, was mir meine Eltern mitgegeben haben, dass man eben versucht, sich seine eigene Meinung zu bilden über unterschiedlichste Dinge. Ja? Und das wäre natürlich ein Riesengeschenk für mich, wenn uns das gelingt, dass wir den Kindern, so wie das meine Eltern bei uns gemacht haben, dass sie uns das Gefühl geben, oder wir ihnen das Gefühl geben, ihr könnt mit allem, was passiert, zu uns kommen. Ihr braucht euch für überhaupt nichts schämen. Ja. Ja? Oder nicht Angst haben und so. Das war bei mir, zum Rauchen, ich habe dann mit 15 zum Rauchen angefangen und habe das natürlich heimlich gemacht, so wie alle. Ja. Mhm.
Und Eltern sind ja oft viel gescheiter, als man denkt. Ja. Die haben das natürlich gewusst. Ja. Und irgendwann am Frühstückstisch, ja, am Sonntag, da war immer bei uns so der große Brunch, sagt mein Papa: Du rauchst, gell? Ich sage: Na, na. Ich habe gesagt: Thomas, Jetzt, ja, es sag's reicht. ehrlich, und dann wäre mir lieber, du rauchst da, als wie du stehst in der Früh um 2 auf und rauchst heimlich vom Fenster raus. Ma. Das war cool, ja. Und ich meine, das ist ja dann wären deine Eltern auch zu Buddies. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Ich meine es Und du 20. kannst, Ich, ja, ja, ich denke, ich habe es ganz das gut ist, hinbekommen. ja, das ist wunderbar. Weißt du, wenn die so viel Vertrauen haben zu dir, dass sie da alles erzählen, das war, also ich war ja, ich habe nie in meinem Leben harte Drogen probiert. Da habe ich einfach viel zu viel Angst gehabt Ja. davor, ja, oder viel zu viel Respekt. Ich habe halt hin und wieder mal so Marihuana gekauft, ja. Hat mir aber jetzt auch nichts gegeben, ja. Aber auch das habe ich dann mit meinen Eltern besprochen, ja. Ich habe das jetzt Was probiert. wirklich? Ja. Und mein Papa hat gesagt: Du, ich habe das auch probiert, wie ich jung war, ja. Und ich habe gesagt: Mir hat es nicht taugt. Und mein Papa hat gesagt: Mir hat es auch nicht taugt, ja. Ja. Passt, dann lassen wir es. Lass mal, ja, dann wozu, ne? Aber jetzt sag, was bedeutet Freiheit für dich? Das ist eine sehr tiefenphilosophische Frage, ja. Ich glaube, ich habe es dem Ruben auch gestellt. Ich bin mir jetzt nicht mehr Ja. sicher, der hat dann auch ausgeholt. Ich glaube, die größte Freiheit ist es, sich selbst zu kennen, sich selbst einschätzen zu können, wo die Grenzen liegen, wenn man in diesen Zustand kommt, ja, dass man sich selber so mag, dass von außen nichts passieren kann, das klingt vielleicht jetzt sehr pathetisch, dann ist es, ich glaube, Lao Tse hat das einmal gesagt, wenn man die anderen kennt, dann ist man weise, und wenn man sich selber kennt, dann ist es Erleuchtung. Ja. Das schon, auch, ich meine, Freiheit hat ja auch, obwohl es natürlich, Freiheit heißt ja, verpflichtungslos zu sein oder mal so, keine Grenzen zu spüren. Auf der anderen Seite kann ja Geborgenheit auch ein unfassbares Freiheitsgefühl erzeugen, ja. Wenn ich mich in einer Umgebung befinde, wo ich merke, ich werde geliebt, ja, dann kann ich mich auch entfalten und muss mich nicht schämen für mein Tun, für mein Handeln. Also es ist schon kein Zufall, warum es die Menschen so ans Meer zieht, weil das ist halt, das ist ja die sinnbildliche Freiheit, ja. Es ist ständig in Bewegung und es ist unfassbar mächtig oder war unfassbar gefährlich, ja. Und trotzdem ist es so wunderschön. Thomas Stiefsitz, ich freue mich, dass du wieder zurück bist. Und du siehst gut aus, ja, frisch wieder Dankeschön. erholt, wirklich. Dankeschön für das schöne Gespräch. Alles Gute für dich und die Kinder. Und liebe Grüße auch Dankeschön, an die ebenso. Kathi Strasser. Das mache ich, ja. Dankeschön. Vielen Dank.